Saufdruck. In 4 Jahren ganz nach unten. Ein schonungsloser Bericht über Alkoholismus. Es ist ein autobiografischer Roman für Betroffene und Angehörige, offen und mitreißend erzählt. Autor Henning Hirsch berichtet von den Abgründen seiner eigenen Sucht, wie sich diese Sucht einschleicht und wie man sich von ihr lösen kann. Herr Hirsch, kann man nach seiner Sucht überhaupt jemals wieder Alkohol trinken? Erste Antwort, nein, geht nicht. Ich beziehe es auf mich, wenn ich ein halbes Glas Bier trinke, laufe ich hohe Gefahr, also ich sag mal 98%, dass ich mich 3 Wochen später wieder auf der Intensivstation befinde. Ich habe das also Experiment ja wirklich 30 Mal durchgeführt und es ist 30 Mal schief gelaufen und ich wage zu behaupten, dass es so wie mir eigentlich dem Großteil der Alkoholiker geht. Was sagen Sie, wann fängt so eine Abhängigkeit an? Die Abhängigkeit fängt dann an, wenn es funktional eingesetzt wird. Also wenn man sagt, ich brauche jeden Abend den Alkohol, ich brauche den, um runterzufahren, ich brauche den, um einschlafen zu können, ich brauche den, um die Sorgen des Alltags zu vergessen. Also wenn man im Grunde genommen vom Genusstrinker umschwenkt zu jemandem, ich sag mal, letztlich ist es ja eine Droge, ist halt eine legale Droge, der die Droge medizinisch einsetzt, dann gerät man in eine Abhängigkeit rein. Das kann lebenslang gut gehen, wenn man das in kleiner Dosierung macht, kann aber auch natürlich dazu führen, dass man die Menge immer weiter steigert und dann irgendwann natürlich in den kritischen Bereich reinkommt. Sie haben die Erfahrung jetzt alle selber gemacht. Wie würden Sie einem Alkoholiker helfen heute? Sie können im Grunde genommen niemanden dazu zwingen, sich in eine ärztliche Behandlung zu begeben oder mal einen Therapeuten, Psychologen aufzusuchen, sondern das setzt schon mal erstmal die Einsicht voraus, ich habe das Problem. Meine Erfahrung ist, dass, sagen wir mal, 80% der Leute, die man darauf anspricht, eigentlich sagen, ich habe das Problem überhaupt nicht, obwohl man es eigentlich, man sieht es schon im Gesicht und man sieht es an den Mengen, die sie jeden Abend trinken, weshalb ich so gut wie nie andere darauf anspreche, weil das bringt einfach nichts. Also wenn jemand es wirklich partout nicht einsieht, also das ist natürlich eine wahnsinnig schlimme Situation für die Angehörigen, was kann man tun? Also ein Weg könnte jetzt zum Beispiel sein, wirklich Druck aufzubauen, eine Trennung anzudrohen, oder? Den Druck aber nicht nur aufbauen, sondern dann auch durchziehen. Und notfalls auch, wenn es Kinder im Haushalt gibt, die Kinder mitnehmen. Denn sonst gerät ja der Rest der Familie, der nicht trinkt, wirklich in eine Co-Abhängigkeit rein. Und die bedeutet ja, sie müssen es nach außen immer gegenüber den Nachbarn und was weiß ich, anderen Leuten verschleiern. Und Co-Abhängigkeit kann auch bedeuten, dass sie die Sucht ihres Partners nur dadurch kompensieren oder ertragen können, indem sie selber anfangen zu trinken. Ist ja oft zu beobachten. Vielen Dank für die ehrlichen Worte. Henning Hirsch, Autor des Buches Saufdruck. In 4 Jahren ganz nach unten. Ein Roman über die tägliche Droge Alkohol und den harten Weg zurück in die Normalität. Er selbst hat diesen Weg geschafft. Das Schreiben des Buches war für ihn die beste Therapie, sagt er. 106.4 Top FM am Montagmittag. Hier ist Bruno Mars, 18 Minuten nach 1.